Und damit willkommen zurück zu Let's Play Grey Hill Incident. Ja, in der letzten Folge, hatten wir quasi schon den ersten mehr oder weniger Kontakt, ja. Irgendjemand war hier im Zimmer von unserem Sohn, auch in unserem Schuppen im Garten, ja, und unser Hund ist jetzt weg. Gut, nun wurden wir quasi per Walkie-Talkie angefunkt, dass, einer unserer Nachbarn Probleme haben soll, und da wir ja nun mal von der Nachbarschaftswache sind, schauen wir da natürlich hin. Ich glaube, wir können jetzt auch hier raus, oder? Guck mal, hier haben wir noch einen. Hier ist nochmal unser Klo. Okay, guck mal, Klopapier, sehr, sehr wichtig. Wissen wir ja, ja, das haben wir zu Corona-Zeiten gelernt, wie wichtig Klopapier doch ist. So. Dann gehen wir mal hier raus. Vorhin konnten wir das noch nicht. Jetzt geht's, aber können wir auch mit dem Auto fahren? Tatsache, oder? Hallo? Ne, wir können uns hier nur verstecken. Kühe. Da sind Kühe. Okay. Keine Sorge, meine Freunde. Euch wird definitiv nichts passieren, denn wir wissen ja, spätestens als South Park, Aliens lieben Kühe. Und dementsprechend brauchen wir uns da keine Gedanken zu machen, ja. Aliens verehren Kühe quasi. Ähnlich wie in Indien. Welcome to Grey Hill. Maybe I should turn around. Wollte ich mich... Okay, ich darf jetzt hier noch nicht lang. Das finde ich auch immer ganz toll. Wenn ich irgendwo nicht hingelassen werde. So, können wir hier vielleicht irgendwie durch? Geht das? Sieh an. Hallo, Mr. Muku. Wie geht es dir so? Okay. Oh. So. Damn it. Ich verstehe ihn nicht. Ich muss vielleicht zurücknehmen, was ich eben gesagt habe. Anscheinend finden Aliens Kühe doch nicht so geil. Weil ich muss sagen, die anderen Kühe sind überraschend entspannt dafür. Dass hier so viele tote Kühe liegen. Aber die Frage ist, warum sind sie tot? Welchen Sinn hatte das, die jetzt zu töten? Ach, die sind gehäutet. Die sind gehäutet. Ach du Scheiße, und ich dachte erst, die werden nur Blut verschmiert. So, schauen wir mal hier, der Farmer. Guck mal. Was haben wir da? So klingen die also. So klingen die Aliens also. Die erinnern mich vom Sound her an diesen Mel Gibson-Film hier, Signs oder wie der heißt. Da haben die auch so Klickgeräusche gemacht, oder? Wenn ich mich recht entsinne. So. Hallo, Mr. Muku. Aber die Frage ist, wo ist der Nachbar jetzt hin? Wo ist der Nachbar jetzt hin? Schauen wir mal, gibt es hier an seinem Trecker vielleicht noch irgendwelche anderen Hinweise? Können wir über Funk eigentlich irgendwas sagen? Ne, können wir gerade nicht. Na gut, guck mal, da hinten, da leuchtet auch noch irgendwas. Gehen wir da mal rüber, oder? Irgendwas leuchtet da. Schauen wir mal. Miau. Is this Bob's cat? The hell is on her head? I mean, it looks like Kitty. I should bring her to his caravan. Ja, alles klar. Alles klar. Das ist die Katze von unserem Nachbarn. Der hat's ja quasi im Intro von der ersten Folge hat das ja gesagt, dass er seine Katze vermisst und wir doch mal nach ihr Ausschau halten sollen. So, gut, dann gucken wir mal, gibt es hier noch irgendwas anderes? Okay, ich kann jetzt auch nicht mehr laufen, sondern nur noch so langsam gehen.
Schauen wir mal, ansonsten sehe ich hier auf dem Feld nichts. Also hier zumindest nicht. Oder es ist ja mehr eine Weide, ist ja kein richtiges Feld. Oder das Feld ist, glaube ich, mehr das da, wo der Mais ist. Okay. Gehen wir einfach mal zu dem Licht da vorne. Schauen einfach mal, was vielleicht da ist. Oder auch nicht da ist. Also das ist einfach nur so das Licht. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf die andere Seite. Auf die andere Seite hier vom Feld. Oh Mann. Es ist 1 Uhr nachts. Na, ich habe... Oder ich nehme das jetzt gerade frisch auf, wo das Spiel gerade für die PlayStation rauskam. Das ist ja irgendwie aus irgendwelchen Gründen kurzfristig nochmal um 4 Tage verschoben worden, zumindest für die PlayStation. Und ist deswegen jetzt erst ganz früh morgens am 13. rausgekommen und nicht am 9. wie für den PC. Nur gucken wir mal. Da ist anscheinend auch noch irgendwas zum Einsammeln, oder? Was haben wir denn da? Unbekanntes Objekt. Was ist das? Ja, gute Frage. Ich würde es einfach mal mitnehmen. Aber anscheinend geht das nicht. Auf jeden Fall ist Blut oder... Ja, wird wohl Blut sein dran, hä? Kann ich eigentlich... Okay, nebenbei kann ich immer noch die Taschenlampe in die Hand nehmen. Können wir da irgendwie rauf? Hm, jetzt zumindest nicht. Ansonsten gibt es hier hinten, glaube ich, nichts, ne? Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Ja, und ihr Kühe, für euch Kühe würde ich einfach mal sagen, wir tun so, als wenn die Aliens euch doch gerne haben. So wie es South Park jetzt uns vorgelogen hat. Und dann, ja... Ihr kommt schon klar, ihr kommt schon klar. So. Dann schauen wir mal, wo geht's denn genau. Hier vorne geht's dann wieder raus. Weil ich denke mal, hier gibt es nicht mehr für uns. Hallo? Hallo? Okay, ich komme da nicht raus. Die Tür geht nämlich nicht auf. Was soll ich denn jetzt machen? Oder soll ich jetzt hier einfach mal mit der Katze... In den Traktor probieren wir das einfach mal. Wir probieren das jetzt einfach mal, dass wir hier irgendwie in den Traktor einsteigen. So. Okay, das geht. Aber irgendwie fahren oder so geht nicht. Aber ich weiß auch nicht, was ich jetzt mit der Katze machen soll. Was passiert da? Da setzen wir uns einfach wieder rein. Ja super, jetzt bin ich hier quasi auf dem Feld gefangen. Kann aber hier nichts machen. Oder gibt es denn noch irgendwo einen Ausgang? Vielleicht geht es da hinten ja noch irgendwo weiter, aber ich meine eigentlich nicht. Okay, da oben ist eigentlich soweit auch nichts. Gucken wir hier sonst nochmal. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Schließlich Weltmeister in Dinge übersehen. Was ist das? Ja. Gute Frage. So, jetzt habe ich blöderweise halt die ganze Zeit die Katze im Arm. Aber hier kann ich halt auch nirgendwo raus. Also ich bin gerade so ein bisschen überfragt, was ich machen soll. Und dadurch, dass ich jetzt gerade nicht laufen kann, wird es ja nun auch nicht einfacher, hm? So, na gut, gehen wir nochmal hier den Zaun ab. Dann gucken wir mal, Walkie-Talkie, kann ich da irgendwas durchgeben? Ne, kann ich nicht. Na gut. Hallo? Ne, das holt hier aber wirklich nicht hin. Ich darf da nicht raus. Anscheinend muss ich hier noch irgendetwas machen, aber ich weiß halt nicht was. Es wäre halt auch schön, wenn ich wenigstens laufen dürfte, aber das darf ich ja auch nicht. Dann gucken wir einfach mal hier. Ach, guck mal an. Hier ist ein Ausgang. Okay, dann nehmen wir den noch einfach. Also anscheinend, ja, so den Lampen muss man wohl wirklich einfach ein bisschen folgen. So, was haben wir denn da? Da ist ein Wohnwagen. Vielleicht
wohnt hier dieser Typ drin, da dem die Katze gehört. Schauen wir einfach mal. He already boarded up his door weeks ago. I'll have to try the dormer window on his roof. Überall. Ah, guck mal. So. Na. Hallo? Irgendjemand da? Was haben wir denn da? Bob Baker tells the story about his abduction and describes how to have a happy life despite being probed. Bob hat ein Buch über seine Entführungserfahrung geschrieben. Leider kann er keinen Verleger finden. Okay, ja, Vermutlich ein schlechtes Buch. Was haben wir da? Subwater. Regie von Keith Cameron. Aha. Subwater, na gut. Movie of the Year. Okay. So, hier wird irgendwie... Ryan! I thought that was you on my roof. Is this me? My cat? Offensichtlich. Yeah, I caught her out in the field near the tractor. Oh, what does she have on her head? I don't know. It makes a strange noise. It sounds like electricity or something. Oh, and Bob, I had a strange encounter in my backyard. There was also some kind of weird electricity. I'll tell you about it later. Let's look at the cat first. Put her on the table. I'll take a closer look. Okay. Sorry. Meet Bob. Jawohl, das ist also Bob. Hallo, Bob. So, die Katze sollen wir einfach auf den Tisch ablegen. Ja, ich meine, hier auf der Kochplatte ja wohl nicht, oder? Warte mal, was hatten wir da gerade? Sinnfolie Upgrade. Aliens können unser Walkie-Talkie nicht abfangen, wenn wir es benutzen. Experience. By the way, have you boarded up your house? It's really dangerous in Greyhill these days. No, not yet. You should do it immediately. You need to wear a tinfoil hat. Your son Henry too. We go with it. My telepathy. Also, don't forget, don't ever tell anything to the police. As Brandon said before, the government knows it. Now, take this preparation for your walkie-talkie. The tinfoil's on the kitchen desk. Jo, hab ich. Huch. Ryan, please check the monitors. Fast! Huh? What the hell is this? No. Something very bad is happening. Okay, was denn? Oh, da ist es ja. Das UFO ist gelandet, würde ich sagen. Okay. Hallo? R2, ich drücke R2. Nee, geht nicht. Und da steht jetzt das UFO. Die Aliens sehe ich aber nicht mehr. So. Du hast doch gesagt, ich soll R2 drücken und das tue ich. Na gut, dann gucken wir nochmal eben in die Einstellung. So, schlagen, losreißen, schießen, genau. Ist auf R2. Hallo? Okay, was haben wir? So, hier können wir einfach die Tür auf und zu machen. Aber da rein kann ich nicht. Ach, guck mal, der hat auch ganz viel Klopapier da. So, ansonsten haben wir hier, glaube ich, alles mal gesehen, oder?
Oder soll ich hier vielleicht durch... Na, da durch die Scheibe soll ich auch nicht. Hallo? Kann ich da vielleicht irgendwie wieder rauf? Nee. Aber da komme ich auch nicht durch die Tür durch, so wie er es gesagt hat. Ah, okay. Jetzt muss ich den nehmen und jetzt kann ich... Ah, ich dachte, ich hätte ihn schon dabei. Henry, can you hear me? Henry? Offensichtlich kann er uns nicht hören. Komme ich da durch? Nein, da darf ich nicht durch. Na gut, ich gehe hier. Das sollte ich nicht tun. Na gut, dann gehen wir halt hier durch die Scheune durch. Aha. Liegt hier irgendwo irgendetwas für uns? Ne, dann klettern wir mal hier rauf. So. Na komm. Okay, und runter. Upp. Was haben wir da? Bauanzeichnung. Alien in Cornfield. Mhm. Gestern gesehen. You. Boah, ich kann das Geschmiere kaum lesen. Du musst das Brandon morgen melden. Hm. Er schrieb sich eine Notiz. Ich glaube, er hatte Alzheimer. Ah ja. Picasso. Mhm. Da höre ich sie doch wieder, hä? Hm? Da werden wir irgendwie raufspringen, können wir halt auch wieder nicht. Na gut. Gucken wir mal hier noch weiter. Genau, hier leuchtet das nämlich schon wieder so. Genau, die Lampen leuchten uns quasi den Weg. Ja. Das heißt, sie sind hier irgendwo. Gehe ich jetzt zumindest einfach mal stark von aus. Mhm. Hallo? Kann ich hier irgendwie irgendwas machen? Nein? Okay, hier auf dem Dach steht auch keiner. So. Ah ja, sieh an. I think I remember there being a fence through the cornfield. I just need to get around the silo over there. Um das Silo herum. Mhm. Na gut. Dann laufen wir hier mal durch das Kornfeld durch. Um das Silo herum. Das werden wir schon hinkriegen. Okay, da ist das Silo dann gleich. Und hier ist der Zaun auch schon wieder. Ein relativ kleines Kornfeld, würde ich sagen. Gehen wir einfach mal hier im Zaun entlang, oder? Huch, Stacheldraht. Okay. Also weiter geht's. Und da kommen wir da durch, da kommen wir nicht durch. Ah, ne, hier auch weiterhin nicht. Bin ich... Oh, fuck. Ich hoffe, die sehen mich hier nicht. Die fliegen jetzt aber nicht zu mir nach Hause, oder? Doch, ich glaube, das ist mein Zuhause. No! No, Henry! Fuck. Die haben meinen Sohn entführt. Hä? Komm ich hier? Ist hier vielleicht irgendwo? Guck mal, hier ist das Silo. Ist jetzt hier irgendwo ein Loch im Zaun? Nee, guck mal, da komme ich auch nicht durch. Na gut, dann
laufe jetzt einfach mal hier ganz hinter. Ja, hier komme ich auch nicht durch. Wie soll ich denn hier durchkommen? Er hat doch irgendwas gesagt um das Silo herum. Wir sind um das Silo herum. Und dann... Weil hier ist dann auch wieder irgendwas, oder? Irgendein Zaun, ja. Na gut, gehen wir hier nochmal zum Silo hin. Ist hier vielleicht... Und da können wir rauf. Oder? Ne, da können wir doch nicht rauf. Da möchte er nicht raufklettern. Ist hier irgendwas im Weg, oder was? Ah, guck mal. Na, natürlich komme ich hier nicht durch. Aber ist das nervig. Jetzt darf ich da auch nicht rauf. Und... dieses dämliche Maisfeld. Ach, dass man... dass es hier auch keine Mechanik gibt, dass man einfach über diesen dämlichen Zaun steigen kann. Okay. Die Lücke war eben noch nicht da. Aber gut. So, dann schauen wir mal ins Haus rein. Grey Invader. Thank God. Amy called them. Hallo, Polizei. Oh, hier ist ja gar nicht die Tür. Da ist die Tür. Oh, verdammt. Lauf. Hallo, Polizei. Ist da noch jemand da? Das ging aber schnell. Top Secret. Hallo, ich drücke X. Können wir einmal noch Revolver. Gehört dem Polizeibeamten. Der ist aber weg. Ist dann jetzt halt unser. Greyhill Zwischenfall. Top Secret. Erwarte eine Alien-Invasion in Greyhill am 11. Mai 1992. Why is there a secret file of Greyhill? Police car. This doesn't make any sense. Uh-huh. Okay. Das ist allerdings richtig. Können wir irgendwas funken? Nee, können wir nicht. Huch. Ah, das ist der Revolver. Okay. So, wo ist jetzt hier unser Kollege? Bob, bist du da? Hallo, Bob? Na, Mietz ist auch wieder weg. Hier ist er jetzt auch schon nicht mehr. Na gut, da können wir auch weiterhin nicht durch. Na gut, würde ich sagen, wir gehen mal wieder nach Hause. Ja, das schnauft er schon, hä? Da können wir auch weiterhin nicht durch. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal wieder ins Haus. Da sitzt er ja. Bob, they got Henry. They abducted him using some sort of ray or beam. Right through the roof. And a squad car crashed back there. I think Amy called him. But the car's empty and the office is gone. Ryan, this is an absolute invasion. Do you know what that means? They'll abduct everyone in the village. Humans, animals, and every little insect. They'll take samples of everything, making experiments of everyone. This is an extraterrestrial investigation. This can't be our end. I don't want to end up as an alien experiment victim. They already cleaned your house, so I don't think they're gonna come back. I've already started to board up your place. This will save us tonight. But Ryan, we have a little problem. I used up all the nails. This morning, I brought all my nails to the Creek family. Mr. Creek put them on the table in their house. You have to go get them. It's the first house on the left. I think he boarded it up, but you have to find a way in. All right, I'll get them. We communicate by walkies from now on. Jawohl. Dann holen wir sie und ich würde sagen, wir machen dann jetzt hier auch erstmal wieder ein Break. Genau, dann schauen wir mal, dass wir dann morgen in der nächsten Folge die Nägel holen und ich hoffe, dass wir dann auch ein bisschen fixer vorankommen und ich dann nicht wieder
ja, ewig lang in irgendwelchen Feldern oder sonst irgendwo nach dem Weg suchen muss. Also ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.